Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich wollte das Ganze, den Laser wollte ich dann hier aufbauen, hatte ich mir überlegt. Komm, hängen wir mal hier an den Reaktor eine Fackel, das ist eine gute Idee. Neben den Reaktor mal auf das Feuer halten. Wisst ihr ja, kriegt er ja schon das kleine Kind bei ihr gebracht. Ne, das vertragen die. Gut. Auf jeden Fall. Ich setze den hier hin, brauche dann aber noch eine Energieleitung. Die hatte ich ja hier aufgebaut. Die jage ich dann jetzt mal hier entlang des Reaktors. Vorbereitung für den Max, sagt ihr? Ja. Ich meine, ihr wisst doch, dass ich immer alles vorbereite. Ich bin auch ein Vollprofi und ich würde mir dann am liebsten sehr sinnig einfach passen für diese Aussage. Dann müssten wir jetzt hier rauskommen, jawohl. Gut, dann brauchen wir neue Kabel. Das war klar, dass wir keine haben, aber okay. Okay. Leafstone? Ach komm. Bevor wir das jetzt noch hier weitermachen, warten, dass das alles kommt. Nein. Glas. Machen wir mal 54. Jetzt habe ich jetzt weggetun. Ich merke schon, ich sollte heute echt aufhören aufzunehmen. Es gibt heute keinen. Hier aber auch ein Invar. Haben wir nicht. Invar geht uns langsam auch schon aus. Gut, ich mache noch die eine Folge fertig und dann höre ich euch heute auf. Es gibt heute keinen. Ich merke das echt schon. Gut, mache ich mir ein bisschen Invar. Ich hätte schon geschrien, wenn da jetzt was da wäre. Noch ein bisschen Redstone. 36 Energy Conduits, das reicht. Hoffe ich doch. Nein, ich wollte. Ach komm, ich mach das erstmal so. Die werde ich dann später noch upgraden. Okay, und dann lege ich das Kabel einmal nach hier drüben. Da sollte das verbunden sein. Dann die Laser einmal. Was habe ich ihm gesagt, mit heute ist nicht meine Aufnahme. Die bekommen Strom. Wir brauchen jetzt da noch eine Chest. Komm, dann plöpp mal einmal deine Dia-Chest dran. Da haben sie ja noch eine über. Und bevor die dann ist herumgammelt. Gut, was brauchen wir für den Mutatron? Tron mit R. Wir brauchen einen Genetic Prozessor. Den brauchen wir wie oft? Einmal. Hier braucht man auch zweimal. Okay, zwei Redstones. Selting Chips. Ja, okay, das ist kein Problem. Ressourcen haben wir ja eigentlich. Bloß ist trotzdem aufwendig. Wenn ich jetzt nicht verzählt habe. Brauchen wir vier und wenn nicht, dann haben wir sogar noch ein paar über. Müssen wir sogar nicht rumzicken. Gut, der wird powered. Ah, das ist ein bisschen schwach von Energie. Da kann es auch locker durchgehen. Dann können wir einfach ja schon mal in der Zwischenzeit, wo der hier am Arbeiten ist, können wir schon mal die anderen Schritte machen für den Mutatron.
Auto Search, okay. Wir brauchen Be Receptable. Dafür brauchen wir eine Weighted Pressure Plate. Mache ich einfach mal 3 Stück. Sollte hinhauen, jawohl, reicht sogar. Haben wir schon mal 3 Be Receptable. Wir brauchen ein Sturdy Casing. Wieder ein Mutagen-Tank. Ein Power-Modul, das heißt wieder 2 Pistons. Ach ja, die Tinkers Allergie fehlen wieder. 3, 4. Power-Modul. So, jetzt sollte eigentlich soweit alles da sein, außer das. Okay. Dann brauchen wir noch ein Power-Modul. Ich bereite das jetzt schon mal alles für soweit vor, damit wir das einfach dann in einem Rutsch durchcraften können. 1, 2, 3, 4. Ich mache einfach mal den hier. Das haben wir. 2, 3, 4. Okay. Dann sollte eigentlich soweit alles da sein. Brauchen wir nur noch 1, 2 und die 2 Diamantos. Die werden auch schon wieder knapp. Wie sieht das aus? Da haben wir schon mal 2 Pulsating Chipsets, okay. Wie viel braucht er? 100 Millionen, ach du Schande. Gut. Dann schaue ich euch mal währenddessen, damit wir da nicht so. Können wir schon mal kurz schlafen gehen und schon mal so weit den Mutagen-Producer aufstellen. Da sind wir 7 Minuten 20, okay, das ist gut soweit, denke ich. Stelle ich den Mutagen-Producer hier auf und. Schreiben wir kurz die Axt. Haben wir jetzt noch die Harde dabei? Lege ich hier mal kurz hier rüber. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wie wir die Energie hier rüber kriegen. Ja. Ist bei Gendustry irgendwie eine. Ah, gibt es eine Energiequelle? Das wäre mal gut zu wissen, aber ich bezweifle es irgendwie. Die brauchen wir auch noch, die Genetics Labware. Und es sieht nicht so aus. Mist. Ach, verdammt. Gut. Besser bei der Schwache. Es gibt dann noch einen Generator von Extra Utilities, den Ender Generator. Und wir haben echt genug Enderperlen, bin ich ehrlich. Wir machen uns jetzt einen Ender Generator. Den können wir dann einmal ordentlich aufpumpen und das Fahrt. Enderperlen haben wir ja to the max. Zwei, drei, vier, fünf. Ich nehme mal so 2 Stackies raus. Alter, der ist immer noch dran, das darf echt nicht wahr sein. Okay, gut. Ender Generator ist fertig. Ich nehme mal so ein Stack Uran mit. Ich will hoffen, dass das dann klappt. Ich laufe falsch. Legen wir da mal ein Kabel hin.
Der Ender Generator wird gepowert mit Enderperlen. Und zwar nicht zu wenig, wenn ich mal kurz anmerken darf. Der wird natürlich mal kurz voll laufen. Und dann schauen wir mal, ob das geht. Natürlich nicht. Verdammt. Okay, was ich damals machen werde. Wir schauen jetzt mal kurz die Bienen an, die wir züchten können. Schauen wir mal kurz, was können wir gebrauchen. Was gibt die Lime Queen ab? Ah, Lime Colored Clump. Ja, also Bienen gibt es echt genug. Ich bin gerade überlegen. Wollen wir uns die Diamantbienen mal als ersten Angriffsziel nehmen? Da bekommen wir zu 1% Diamond Comps raus und die können wir zu Diamond Fragments. Okay, wir brauchen dafür ein Imperial, eine Lapis Princess, eine Water und eine Resident, Imperial und Robust. Okay. Water haben wir, glaube ich, sogar. Was kann wir denn noch zur Auswahl? Oily? Maroon, was ist Maroon? Was geben die? Nein. Fungel. Ah, Pilze. Weiß ich auch nicht, was wir damit anfangen wollen. Primeval, Old Comp, auch nichts Besonderes, River, Clay, das ist okay, Distilled, Oil Comp, Oil Pro, können wir Öl mitmachen, können wir mit dem Öl machen, habe ich schon mit Öl nie gearbeitet, Fuel, in der Refinery, mit okay. 4 Leicht arbeiten wir dann mal mit der Refinery. Machen wir so ein bisschen Fuel. Ich habe damit echt noch nie gearbeitet. Wie sieht das aus? Ein Genetics Prozessor. Dann können wir wenigstens mal den einfachen Mutatron machen. Doof, 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 doof. Dankeschön. So, haben wir wenigstens schon mal das geschafft. Den tue ich mal kurz da rein. Und jetzt fehlen nur noch die beiden Genetics-Prozessoren. Oh Gott, das ist so eine... Das dauert einfach so lange. Wisst ihr was? Ich glaube, ich beende jetzt mal einfach hier die Aufnahme. Das ist einfach heute echt nicht meine Aufnahme. Ich hoffe, ihr könnt mir das mal verzeihen. Gut, wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.